Islam gibt es ja das Halal. Milch- und Eierindustrie töten ja auch alle Tiere und die werden ja auch alle nicht halal getötet und halal gefahren. Weißt du, was immer halal ist? Vegan zu sein. Deswegen bin ich eher für biologische Haltung. Du bist ja auch so genommen ein Biomensch. Du lebst in einem der glücklichsten Länder der Welt. Du hast fließendes Wasser, ein Klo, mehr oder weniger saubere Schuhe. Du möchtest trotzdem, egal wie gut dein Leben bisher war, wie respektvoll du behandelt wurdest, heute nicht, dass ich dich in einen Wagen packe und zum Schlachthaus schicke. Ich nicht bitte. Genau. Das heißt, rechtfertigt die Qualität vom Leben das Morden? Ich sehe mich persönlich nicht als Mörder. Ich verstehe schon, dass du dich nicht so siehst. Du tust es ja auch nicht persönlich. Du gibst den Mord in Auftrag. Du bist indirekt für Gewalt verantwortlich und du kannst halt jetzt gerade Klappen verschließen und nicht weiter darüber nachdenken, was wir heute hier geredet haben. Oder du kannst sagen, oh scheiße, ich habe diese Verantwortung, bin ein Mensch und ich habe das menschliche Privileg, die anderen Tiere zu beschützen, die Schöpfung von meinem Gott zu beschützen, mich dafür einzusetzen, dass wir alle keine Gewalt erfahren in dieser gewaltfreien Religion. Ich bedanke mich herzlich. Ich bedanke mich auch. Danke für Ihre Argumente. Wir sehen uns auf TikTok. Bis dann.